Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Ja, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist hier einiges los. Wir sind heute auf der Kolbstraße, das in der Köln, eine der, sagen wir mal, größten türkischen Straßen in Köln, sogar wenn nicht in NRW. Hier ist einiges los heute. Wir werden heute in den Büyükada'nın Doydoy gehen, ja, was essen, in, sag ich mal, dem berühmtesten Laden in Köln, auch leckersten, würde ich mal sagen. Und danach werden wir noch zum Nachtisch was essen, aber das bekommt dann im Laufe des Videos mit. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen mal an und gehen dann was essen. Let's go! Video için problem olmaz değil mi? Gesagt, bring einfach alles, was du hast. Wir kriegen gleich eine Rechnung von 250 Euro. Der denkt nur, weil ich bei YouTube Klicks habe, denkt er, ich bezahle das gleich. Ja? Ich habe noch kein Trinken, ich sitze seit einer halben Stunde hier. Ist das? Das kannst du nicht reinschneiden mehr. Was hast du gerade gesagt? Marcel, oder was hast du gesagt? Ich habe ein paar Sachen. Aber Essen? Dürfen wir bestellen? Oder bestellst du nur für? Das soll ich mir selber holen. Wie ihr sehen könnt, Büyükada'nın Doydoy, der erste Laden, also zu Beginn der Kolbstraße. Eigentlich auch der bekannteste Laden, wie ich schon gesagt hatte. Und jetzt schauen wir mal, was wir gleich essen können. Ja? Und wenn der Tisch fertig serviert ist, dann zeigen wir euch mal den Tisch, wie es der Tisch aussieht. Ja? So, jetzt sind so Vorspeise da. Jetzt fahren wir erstmal in die Vorspeise rein und danach kommt die Hauptspeise. Und das seht ihr dann auch direkt im Nachhinein. Was machst du? Jetzt probieren wir mal den anderen ab, wie der schmeckt. Der andere ist sehr gut, ist durch. Ja, ich esse gerne mit Reis, heißt mit rotem und mit weißem Reis. Schärfe fehlt ein bisschen, ja. Da du keine Ahnung hast, da du nur Fleisch und Reis isst, ohne Soße, ohne nichts, wie so ein. Keine Ahnung. Çocuk Alter, Bebek. Und ja. Wie ihr seht, unser Tisch ist voller. Alhamdulillah. Der Joey will uns ja mal heute was erklären, der will uns was beibringen. Gerade eben beim Essen. Mit meinem Essen ist ihm was eingefallen. Zeig mal nochmal den Insider, wie man das macht. Zeig mal bitte. Zeig mal. Also er meint, dann kommt was raus. Weil er kennt gar nicht die einfache Version, einfach mal das nach vorne zu schütteln. Der ist so lost, Alter. Fazit 7 von 10, ja, weil wir lange gewartet haben, weil viel los ist. Vielleicht hört man das auch,
oder vielleicht hört man mich nicht auch so gut, weil so viel los ist. Gesundheit. Und ja, 7 von 10. Ich nehme alles da langsam auf. Ich stehe vor Dammler. Ja, einer der heiß begehrten Läden auf der Kolbstraße in Köln. Ja, und gehen wir rein, gönnen wir uns noch einen Nachtisch. Wie ihr sehen könnt, ist hier rappelvoll. Ich zeig mal die Autos hinter dir, die Autos vor uns. So, jetzt sind wir am Dammler, haben schon bestellt. Ihr habt gesehen gerade, was wir alles bestellt haben. Er Butler war mit Marasch Eis bestellt. Ich habe Künefe mit Marasch Eis bestellt. Und vor euch seht ihr Pistazienkuchen. Pistazienkuchen, ja. Ist das ein Schokopistazienkuchen? Nee, das. Für die es nicht wissen, dieses Eis ist speziell aus einer Stadt aus Türkei. Sprich ihr, wie nennt man das? Ja, aber wie nennt man das? Ihre Spezialität aus der Stadt. Ja, das ist die Spezialität, dieses Eis. Baklava und Künefe, glaube ich, kennt jeder. Und dieses Pistazie möchte ich gern, Kalorienbombe da gehört dem rein. Dann hauen wir mal rein und danach sehen wir uns gleich. Ein Abi hat mal zu mir gesagt, man muss Baklava nehmen, umdrehen, damit diese Seite, wo man den Gaumen kommt, dann guck mal einfach weg. Und danach kriegt man Diabetes. Richtig? Also wenn dir. Fazit zum Laden. Also war, muss man sagen, schon teuer. Ja. Teuer im Sinne von, ihr habt gesehen, was wir geholt haben, was wir gegessen haben. Das waren ungefähr, was waren das? 31 Euro. Ne? 31 Euro. Für 5 Chai. Und das, was ihr halt da gesehen habt. So, was geht da, der Dachschaum? Ja, und ihr habt ja gesehen, was wir gegessen haben. Für 31 Euro ist das, finde ich, das schon ein bisschen hart. Seht auch nicht die Welt. Aber trotzdem hart, würde ich sagen. Aber im Großen und Ganzen hat es geschmeckt. Also ist auch jetzt nichts Schwieriges dabei. Aber ich würde sagen, von der Kolbstraße her ist das der beste Laden, wo man sich seine Nachtisch abholen kann. Und das war es auch eigentlich schon mit dem Video von der Kolbstraße. Wie ihr sehen könnt, immer sehr viel los, immer noch sehr viele Autos, sehr viele Menschen unterwegs, egal um welche Uhrzeit das ist. Und ja, ich würde sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Damit ihr auch nichts verpasst, folgt mir auf Instagram, abonniert den Kanal und des Weiteren seht ihr dann die kommenden Videos. Ja, ich werde jetzt versuchen, jede Woche ein Video rauszubringen, langsam in den Rhythmus reinzukommen, aber da ich noch sehr am Anfang bin, wird sich das zeigen, wo der Weg hingeht. Und ja, das war der Einblick von der Kolbstraße. Also wenn ihr in NRW sein solltet oder in der Nähe von Köln, kommt hier hin, lasst euch selber davon beeindrucken. Es gibt sehr viele Läden, ja, von Dürüm bis Döner bis Grillteller und, ja, jegliche Art. Nachtisch ist natürlich auch dabei, wie ihr gesehen habt, Skiköfte und, ja, lasst euch selber davon überzeugen und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, ja.